Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mafia 1 Definitive Edition. Wir sind hier bei der Villa von Watkins und brechen hier gerade ein mit unserem Freund Salvatore aus der alten Heimat. Wir müssen gerade die Wachleute ausschalten, die hier noch rumlaufen, damit er nach vorne kommt und den Safe aufmachen kann. Super Science. Okay, das da hinten ist anscheinend eine Statue und keine Person. Ich war mir nicht sicher. Ich verstehe den Sinn von diesen Irrgärten nicht. Weiß ich nicht. Also fühle ich nicht. Warum soll ich mir sowas in den Garten stellen? Dann doch lieber irgendwelche, also irgendwelche schön aussehenden Hecken, die halt irgendwie entsprechend cool gestaltet sind. Nicht halt irgendwie so ein Irrgarten. Also weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie dumm. Also irgendwie so einen symmetrischen Garten finde ich cooler als Irrgarten. Also man kann natürlich auch einen Irrgarten symmetrisch gestalten. Ist dann nur halt relativ blöd, weil dann hast du halt nur die Hälfte an Irrgarten und der Rest ist halt das gleiche nochmal gespiegelt. Aber ja, muss jeder selbst wissen. Also ist auch relativ teuer, glaube ich, sowas hier anzulegen. Doch der Grundpreis vom Grundstück, oder Grundstückspreis, das wäre besser als Grundpreis von Grundstück. Oh, der kommt her, das ist nicht gut. Ich dachte, er geht gerade weg, aber nein. Jetzt drehst du dich um und dann kann ich die ausschalten und dich in die Ecke legen. Ich denke, das sind alle. Salvatore! Wo bist du? Wir sind klar. Tommy! Ich bin hier! So, den schmeißen wir auch nochmal hier hin. Einfach hinjieten. Hoffen wir, dass es keiner sieht. Okay, schon hier die Schrotflinte und den Revolver mit. Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, die beiden zu nehmen. Where the hell did he go? So quick, Tommy! Guy's a pain in the ass. Forza! Vieni con me! Hä? Er hätte einfach da warten können, ich hätte ihn abholen können und sagen können, yo, fertig. Uff, sei un tipo tosto, eh? What? Betritt das Anwesen des Staatsanwalts, okay. C'è un'entrata. Ja, dann mach auf. What kind of luck picker are you? Look for a dipinto. What? Da Vinci, Caravaggio. Bild, painting. Hai capito? Painting? You're saying it's behind the painting? Si, si. Okay, I understand. Non quello. Guess we got another room to check. So, wir gehen erstmal diesen Raum natürlich, weil hier liegt ein Heftchen, was wir haben wollen. Dein Detective, 10 von 20. Empire Bay Mob Boss Murdered. Mafia Boss im Empire Bay Murder. Spekuläre Bilder vom feurigen Tod des abscheulichen Bosses. Der berüchtigte Gauner Tommaso Moretti wurde Donnerstagnachmittag vor seinem Anwesen in Empire Bay als einziges Opfer einer zweifellos von einem Rivalen aus der Welt platzierten Autobombe getötet. Die Einwohner hoffen, dass Morettis Tod das Ende der Bandengewalt bedeutet, die ihre Stadt in den letzten Monaten erschüttert hat. Sein Tod wird kaum betrauert werden. Also ja, das habe ich ja schon gelesen. Ich habe gerade irgendwie, habt ihr es eh gesehen und da habe ich auf die Karte geguckt, aber dann ist hier vorne gemeint. Oh, schönes Gewehr. Nö. Only wall behind here. Brevi valori. Al procuratore piace la roba costa. Notiz lesen. Amerika wird nicht der Versuchung erliegen. Die Prohibition darf nicht aufgehoben werden und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folge, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Epheser 5, 18.
Hätte ich irgendwas mit Piano gesagt? Oh, jetzt habe ich das getreten, jetzt weiß ich, dass wir hier waren. Naja, Schwund ist überall. Nope. Also das waren wir in diesen auf der linken Seite schon mal drin. Oh, schönes. Also das mit dem Offenen gefällt mir eigentlich. Das ist cool. Habe ich direkt Bock auf Sims und so ein Haus zu bauen. Hier hinten kann ich mich heilen. Warum auch immer. Also vielleicht kommt gleich noch eine Schießszene, was mir nicht gefallen würde, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist schön, das heißt. Aber erstmal Zigarettenbällchen. Ennio Salieri. Ma'am! Someone help us! We're not here to hurt you. Just get out of the house. Okay. Hätte man das auch komplett skippen können, indem man nicht in diesen Raum reingeht? Guess we got another room to check. Ja, wahrscheinlich habe ich am Flughafen auch noch einige Sachen verpasst, weil ich halt nur den linken Weg gegangen bin. Es gibt ja noch einen rechten. Oh. Schöne Scheune noch, also wahrscheinlich eine große Garage. Was? Nicht schlecht. Holz ein bisschen knarzig, aber ansonsten schönes Haus. Ja, Dekoration. Also die geschossenen Tiere, muss sie ja selbst wissen. Ich fühle es nicht so. Nochmal HP, es klingt sehr nach einem Kampf. Gott. Staatsanwalt Watkins. Ich schreibe Ihnen, um mich zu bedanken. Wenn Sie uns wirklich zuverlässige Zeugen, Aussagen und Beweise liefern können, dass Salieri Billy umbringen ließ, stehe ich in Ihrer Schuld. Die Geschichte des Priesters klang schon immer faul. Und jetzt, da er tot und begraben ist, fühlt sich das wie unsere letzte Chance an. Wenn Zeugen einen zu hohen Preis verlangen, werde ich ihn übernehmen. Unser gemeinsamer Freund wird ebenfalls etwas Druck aufbauen können, ausüben können. Wir alle werden davon profitieren, wenn wir Salieri und seine Familie auslöschen können. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Ich sorge mich um ihre Sicherheit und um die ihrer Familie. Bald werden einige Männer eintreffen, um sie zu schützen. Voller Dankbarkeit, Roberto. Keine Ahnung, wer das sein soll. Also ich denke mal, hier hinter könnte es sein, deshalb würde ich mir erstmal die anderen... Oder mache ich es einfach auf? Ich bin mir nicht sicher. Es sieht für mich so aus wie das fertige Ding. Also das Endding. Okay, hier wird wahrscheinlich renoviert. Oder vielleicht ist das ein Anbau? Ich bin mir nicht sicher. Okay, da gibt es noch eins. Wie lange geht denn das Theater? Ich habe hier unbegrenzt Zeit, hier umzugucken. Gucken wir erstmal die an. Also ich glaube, es wird das Große sein in seinem Büro. Wird am meisten Sinn machen. Weil das Rending, weiß ich nicht. Die Dame hat uns anscheinend nicht mal bemerkt, finde ich ganz gut. Da unten war ich schon, die Zeitung gelesen. Den Raum, den meinte ich. Mit diesem. An dem Moment mal, wo war denn der? War das der Raum hier? Oder bin ich gerade blöd? Nee, ich glaube, der hier war es. Ja, hier kann man runtergucken. Das finde ich schön. Also, es geht. Ich finde es ganz cool, aber ich glaube, so selbst würde ich das nicht haben wollen. Aber so, wenn man so ein Häuser sieht, finde ich das ganz cool. So, hier vorne war noch eins drin. Ich meine, es wird das da sein, weil das andere ist nicht mehr markiert. Das hier. Aber die andere halt schon. Also das andere schon. Deshalb, ja. Nothing again. Mensch, welch Wunder. Dann muss es jetzt wohl das hier sein. Das habe ich schon gelesen. Gibt es hier noch irgendwas? Erstmal den Stuhl umtreten. Immer Penner. Ist hier draußen was los? Bisher nicht. Show me what you can do. Oh oh. Shit. Be quick, Salvatore. Pacienza, pacienza.
Das sieht mir sehr nach Kampf aus, das können wir nicht holen. Also ich finde es komisch, wir hatten gerade die Pistole in der Hand, also die 1911er, und jetzt haben wir einen Revolver. Also wir hatten auch niemals die 1911er, das ist nicht mal Spätmesse gegeben. So, den Einschuss, den schmeiß ich mal weg, weil ich nachladen muss. Salvatore, stay back. I'll deal with him here. He got me. Kurz mal nachladen. Ich glaube, einer müsste noch leben, ja. Schloss knacken, gedrückt halten. Wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Ich hätte den dann nehmen sollen, weil der einfach cooler aussieht. Wäre wahrscheinlich klüger gewesen, auf die Scheibe einzuschlagen. Wir wissen doch gleich nach, was sie suchen, oder? No police. Police bad. So, wir sind am Fliehen. Ich weiß gar nicht, ob wir aktuell schon gesucht sind soweit. Also, ob die wissen, wo wir sind, weil ich glaube nicht. Also, sie wissen ja aktuell gar nicht, in was für einem Auto wir unterwegs sind. Also, sie können eigentlich gar nicht wissen, dass wir da sind. Also, vielleicht ist eine eingeschossene Scheibe. Haben wir eine eingeschossene Scheibe? Ich weiß gerade gar nicht. Aber den Staatsanwalt haben wir nicht erschossen. Das ist, glaube ich, gut. Gut. Grazie Dio. Salvatore, where do I take you now? Home. Yeah, where home? Six and Naipol. Okay, let's go. Also erstmal wieder Junge. Tempo hat angemacht, oder beziehungsweise Tempo Limit. Wir haben einen Schuss, glaube ich, gefressen. Ganz gut, würde ich sagen. Ansonsten wird es mal gut funktioniert, die Leute zu erschießen. Das mit der Shotgun in den Wagen reinhalten, das finde ich cool. Also, einfach so reinsprayen. Ich erwarte, dass der jetzt einfach mir vor die Karre zieht. Und Tommy ist noch wieder verbotten, indem er auf den Alarm ausgelöst hat. Aber dagegen konnte ich leider nichts machen. Also ich wusste doch, dass der Alarm gesagt hat, aber ich glaube, ich hätte es auch nicht mehr in dem Moment dran gedacht. Hier haben wir doch das Haus abgefackelt. Das ist ja schnell wieder repariert. Das ist genau das Haus hier. Da war Frank drin. Und das Entkommen war verdächtig leicht, muss ich gestehen. Ich hätte aber Glück, dass sie nicht direkt gespawnt sind vor mir. Ja gut, Stop-Sign kann ich anscheinend ignorieren. Finde ich cool. Gibt nicht schön, wenn man ein paar Autos von der Straße klaut. Habe ich noch ehrlich gesagt nie gemacht. Ich glaube, das mache ich wenn nach der Story, weil ich meine, es hat einen Freeplay-Modus. Den hatte Mafia 2 nicht und Mafia 3 konnte ich nach der Story auch noch spielen. Aber ich weiß nicht, ob bei jedem Ending, weil ich glaube, bei irgendeinem Ending haut man einfach ab aus der Stadt. Aber ich glaube, das war im Spiel egal. Dann kann man einfach zurück und macht doch ein bisschen Unfug. Weil wirklich viel kann man ja nicht machen, also... Il nostro prossimo lavoro pende.
penso io alla cassaforte. Hai capito? Ci ho quasi rimesso la pelle in quella villa ed è tutta colpa tua. E impara almeno un po' d'italiano per rispetto della nostra patria. È come parlare al mio cane, lo so, ma Cristo, dovevo dirlo. Non farlo mai più. Mai più. Okay. Più. Ok. Sure. Blood Reflectors, Beach Shell, okay, das heißt Beach Shell, nicht nur Beach. Ja, weiter. Ich hab Enter gerade nicht getroffen. Ein gutes Geschäft. 1933. Das ist der Schnapshof? Also, wo die ihre Schnaps-LKWs gelagert haben. I know. Some of those bottles I've had for 10 years. But we gotta make payroll. Get it out of here. Convert 'em. Load it up. Good to see you, boys. Boss, any word on a job I pulled with Salvatore? You did fine, Tom. Galati's got nothing on us now. We bought some time. At least until the money runs out. Don't go selling off the farm yet, boss. Sam says you worked out an angle. Yeah, and you're gonna love it. We make a few bucks and knock out a couple of Morello's teeth, too. Okay, what's the rumpus? A couple of weeks ago, I'm relaxing in the cigar lounge at the Blue Tropics. Where? Some small-time whorehouse. It's just a couple of closets with some mattresses on the floor. It's a gentleman's club. They got a bar and everything. Anyways, one of the Johns is south, and he's crying to the madam about all his troubles. He catches my ear on account of his goofy accent. He's going on and on about how he just landed this huge payday. But the goons he's working for are already twisting his arm. And he's got the busted nose to show for it. You pick up his tab? Hell no. But I walked him out of the place, took him to the diner around the corner to sober up. We get to talking. Turns out his name is Gates. He's this hick up from Kentucky. Moonshiner? Better. His pop's got a couple of real distilleries, and I'll give you one guess as to their exclusive buyer around these parts. Morello. And you think he wants to burn bridges? Oh, yeah. I've been working him steady, boss. He's bringing up another shipment tonight, but he's got his entire crew ready to roll over. All we gotta do is make it look like a proper heist. I don't know, Polly. You really trust this guy? He's got no love for Morello, I'll tell you that. Not like we got a lot of options here. We'll be cutting up the last beam pretty soon, boss. What do you think, Tom? We need to replace the Canadian. If Polly says this Gates can do that, I'm in. Where's the meat? The big parking garage downtown. Okay, do it. But you better not be playing grab ass this time. You take Carlo and little Bill with you. Sure thing, boss. Once you have the truck, drive it back here. Muss ich mitkommen? We won't leave down, boss. Don't make me regret giving you some time out there in the streets with the guys, Carlo. You don't have to worry about me. I know I don't. Tommy does that for me. I'll keep your driver safe, boss. Buona fortuna, boys. Sam and little Bill said to meet him downtown. Warum ist die HP? Oh, hier ist Tempo Limit 120. Ah ne, 40, okay. Ich dachte, weil der rote Zeiger auf 120 steht. Also jetzt hat's. Okay. Das ist ein schnelles Auto. Blöde Frage, wieso fahre ich, wenn wir einen Fahrer mit haben, also den offiziellen Fahrer von Morello? Said you're coming. Just you gotta face like you're being taken for an errand. I don't want
Okay, so schnell ist es auch nicht, aber es fühlt sich, also sieht schnell aus, wenn man so beschleunigt. Yeah. Some bullshit, Tom. Polly told it to me yesterday, and somehow it's gotten worse. Hey, when you get a lead for the boss, and you don't just drive him places, then you get to pick holes. So then, shut your damn mouth. Whatever helps you sleep. When Morello tracks you down, don't come crying to me. You serious? You actually serious? Fellas, knock it off. Perpetrators. Christ. So, dann würde ich sagen, können wir diese Sprechpause benutzen, um den Part zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.